Im Wellnesspark sind alle 14 Behandlungsplätze ausgebucht. 25 Minuten kosten rund 50 Euro. Die neue Mitarbeiterin Katharina Eckholz bekommt Besuch von ihrer Chefin. Bisher läuft es für die 24-Jährige prima. Katharina macht sich sehr gut, sie ist eine sehr aufgeschlossene, freundliche Person. Hat sich jetzt schon sehr schnell an das Schiffsleben gewöhnt. Und so was ich jetzt den ersten Eindruck für mich ihre Arbeitszeit auch sehr schön. Sehr ruhig, sehr angenehm. Also es kommt ganz schön viel auf jemanden zu, der hier neu anfängt. Das ist jetzt zum einen von der Familie, von den Freunden weit weg. Dann hat man hier auch viele Kulturen, man spricht Englisch, viele neue Leute. Aber eigentlich in der Regel so nach einer Woche geht es eigentlich immer gut. Qualifizierte Spa-Therapeuten wie Katharina können nach Einarbeitung rund 3.000 Euro im Monat verdienen. Auf 6 Monate Arbeit auf dem Schiff folgen dann rund 2 Monate Urlaub. Familie Jonas hat sich mittlerweile an den Urlaub auf See gewöhnt. Das Meer ist heute ruhig. Wenn es anders wäre, hätte Vater Dirk Jonas ein echtes Problem. Wir sind doch einfach außen hingegangen, wenn es wirklich schön wird, dieses Schwulgefühl, dass wir vom Schiff runterkommen. Da steht einfach abwaschen. Ja. Muss ich versprechen. Aber jetzt ist ja auch Traum. Abends um kurz vor 8, Feierabend für Katharina. Durch endlose Gänge geht es zur Kabine, die 10 Decks tiefer liegt als der Arbeitsplatz. An die Enge hier muss sich die Neue an Bord noch gewöhnen. Man muss sich erst noch an die Tipps, natürlich wesentlich länger als zu Hause.